foot. I don't know. Hui, ich bin die beste Autofahrerin der Welt. I love you. I love you. Hast du alle deine Sachen? Was brauchst du denn? Meine Karte habe ich alle, ja. Die habe ich gecheckt, alle Karte. Das macht mir richtig Angst. Wie schnell der jetzt hier reingebrettert ist, also manchmal kommen die dann so auf einen zu, dass man wirklich denkt, ja okay, jetzt ist vorbei. Ich bin dann auch mal in so einer Schockstarre, ich weiß nicht, soll ich jetzt rückwärts fahren? Maybe soll ich tun? Ja, maybe, ne? Ich hatte das nämlich jetzt schon zweimal oder dreimal, da ich so, Ja, ich kann den Autofahrern halt so schlecht vertrauen, gell, das fällt mir so schwer. So, ihr lieben Leute, ich habe jetzt nämlich hier, ich muss unbedingt muss ich hier was loswerden. Ich habe ja eine Wunderheilung erlebt, ne? Ihr lieben Leute, die Lena ist mein Beweis, gell, Lena? Oh mein Gott. Ja. Tell her. Die Lena kann es selber auch noch nicht glauben, keiner kann es glauben. Ich denke selber, ich lüge, we aber ich lüge you lying. Nicht. We was? Think you lying. Still. Ja, alle denken, ich lüge und tust du jetzt so, als würdest du kein Pigeon verstehen? Ich verstehe kein Pigeon. Wenn man so aus dem Nix verstehe ich das nicht, du. Da muss ich ein bisschen drauf vorbereitet sein. Auf jeden Fall. Ne, ich hatte ja diesen Nackenscheiß. Also ich hatte das seit Dezember, aber nicht so schlimm. Und es wurde so vor ein paar Tagen wurde es ganz schlimm. Abends ganz schlimm. Ich konnte gar nicht mehr schlafen. Ich habe geatmet, als würde ich ein Kind gebären. Es war echt krass, ne? Es war wirklich mega krass, ey. Ich hatte so Schmerzen, also so, ach, ich weiß nicht, hatte auch mal so eine Trigeminusneuralgie, so ähnlich hat sich das angefühlt. Also hier hinten und nach oben, naja, egal. Ich hatte eine ganz schlimme Nacht, zwei ganz schlimme Nächte. Und dann ist mir so eingefallen, ich hatte da noch so eine Noni im Kühlschrank und Essen und so, habe ich nur gedacht, nee, jetzt wo es mir so scheiße geht, schon gar nicht, ne, obwohl dann sollte man es wahrscheinlich. Wer ist das? Wer belästigt mich hier so? Es ist ja, als wäre es in meinem Auto. Was? Es wackelt, es nervt, okay. Dann ist mir eingefallen, dass man damit, dass man das auch von außen auf die Haut auftragen kann bei Schmerzen. Also bei so Arthrose-Schmerzen, aber auch bei Muskelschmerzen. So, dann hatte ich da noch so, das stinkt ja so, ne? Und mir ging es ja eh nicht so geil und dann, oh, es hat mich genervt. Okay, dann habe ich gedacht, alright. Ich nehme hier so ein bisschen Lavendel-Lotion und vermische das, ne? Habe ich die Noni durch das Sieb gepresst und habe es mit der Lotion vermischt, habe mir das hier drauf gemacht und eine Minute später war ich geheilt. Ja. So, ja, also ich kann es selber, wie gesagt, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es überhaupt nicht. Auch nicht, dass es jetzt betäubt gewesen wäre. Nee, es war weg. Seitdem habe ich es nicht mehr, es ist weg. Die Lena kam so gestern noch den ganzen Tag so, hast du Schmerzen? Schmerzen? Nee, sie sind weg. Keiner glaubt. Dann habe ich der Shauna, das ist von mir jetzt die Frau, ne, mit den drei kleinen Jungs. Die hatte auch hier so im Genick so, ich meine, man hat das ja auch, wenn man Kinder schleppt und aufs Handy glotzt und so, ne? Hat man ja gerne mal so Verspannungen. Das war auch, da haben wir auch noch gedacht, ja, die übertreibt jetzt, ne? Die will so nett sein, ne? Haben wir gedacht. Sie will jetzt lieb sein und sagen, ja, das hilft total gut, aber ich glaube, es stimmt. Weil dann kam der Willi und der hat wirklich, der hat auch immer so untere Rückenprobleme, ja? Und der kam und hatte wirklich, der ging schon so krumm, es tat ihm wirklich weh. Hab das drauf geschmiert und während ich noch geschmiert habe, war es schon weg. Ah! Wir drehen durch. Wir raffen das nicht. Wie geht denn das? Von so einer Stinkenoni. Einmal berührt es die Haut und aller Schmerz ist weg. Hä? Schmerz
Sie sagt schon die ganze Zeit, sie will jetzt auch Schmerzen haben, damit sie es endlich ausprobieren kann. Damit ich das auch weiß, damit ich weiß, ja, es stimmt. Damit ich in die Welt schreien kann. Krieg den Noni für deinen Zahn. Nee, auf den Zahn, nicht mit der Lotion. Pure Noni kannst du gerne auf den Zahn machen, du. Das hilft bestimmt auch. Habe ich auch schon gehört, gegen Zahnschmerz, also gelesen, ne? Es soll gegen Zahnschmerz helfen. Aber ich werde jetzt mal versuchen, so eine Salbe damit zu machen. Dafür brauche ich Bienenwachs. Ist hier was passiert? Oder nicht? Sieht das nur so aus. Dafür brauche ich Bienenwachs und Lavendelöl, ein bisschen Kokosöl und Noni. Und dann hält sich das auch lange, habe ich so einen YouTube-Film dazu gefunden. Und auch so im Netz findet man wirklich nicht viele Sachen, ne? Ist nur hier, jeder weiß halt, ja, das heilt, ja. Das weiß jeder, aber so im Internet, da findest du immer nur diesen komischen Saft da, diese fermentierte Zeug, ne? Ja, das wollte ich unbedingt mal mit euch teilen, weil das, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wirklich nicht. Und die Schmerzen waren so schlimm. Ich habe auch gedacht, es geht jetzt immer so weiter und was soll ich denn tun? Habe ich gedacht, ob ich mal zu einem Chiropraktiker gehe, ne? Habe ich echt schon gedacht, ne? Und mich da so einrenken lasse. Aber das kostet ja auch so viel. Und ich gehe ja auch nicht gern zu fremden Leuten, die mich dann anfassen und so. Ich mag das ja nicht. Gell? Da habe ich schon bei dem Gedanken, dann war ich noch verkrampft auch. Weißt du? Das ist ja das. Ich musste mich ja entspannen. Und wenn ich dann daran gedacht habe, gleich zu irgendjemandem hingehe, habe ich mich schon wieder so verkrampft, dass noch mehr alles weht hat. Nee. Das ist nichts für mich. Ich muss das irgendwie selber mich heilen. Aber das war echt super. Also ich habe natürlich auch ganz viele so Meditationen gemacht. Gell, so. Also wenn es so richtig schlimm war mit dem Schmerz. Oh mein Gott, Junge, lauf doch nicht auf der Straße rum, sag mal. Ohne Hose, nackt. So nur so ein Handtuch rumgeschlungen. Ja, auf jeden Fall hat das bestimmt auch geholfen. Ich habe viel Yoga gemacht, habe viel Meditation gemacht. Aber wenn ich so ganz tolle Schmerzen und eine Meditation, dann soll man so während des Atmens den Schmerz richtig wahrnehmen und dann aber auch ihn annehmen, ja. Das konnte ich dann, da habe ich eine richtige Wut gekriegt. Also wenn ich nur dran gedacht habe, das konnte ich dann gar nicht. Also wenn es so weht hat, konnte ich nicht den Schmerz annehmen. Ne, aber später dann schon, wenn das alles ganz Schlimme vorbei war. Ja, da habe ich was mitgemacht jetzt, ne? So ein Schmerzpack. Was machst denn du da? Spielpuppe. Oh, okay. Warte mal, welche? Welche Puppe? Keine, die ich kenne. Nee. Kenne ich nicht. Die nicht blinkende. Ja, gibt's sie? Ja, auf YouTube. Oh. Die langhaarige, nicht blinkende Puppe. Oh. Wir haben ja ein Video gesehen hier von der, hab den Namen vergessen, aber auf jeden Fall machen die zwei eine Schwefelkur und es war so witzig, wir haben so gelacht, ey, weil der Typ guckt so die ganze Zeit, Stunden geht das Video und er guckt nur die ganze Zeit, macht er nur so, wir haben so gelacht und dann sagt der Mossi hier, ist das eine Puppe oder ein echter Mensch, ey, da war es vorbei, ne, das war echt lustig. Das war witzig, ne? Also voll gar nicht mehr da irgendwie. Von dem ganzen Schwefel. Ja, ansonsten, ne? Hat die Lisa sich das doch nochmal anders überlegt mit den Dorf und Tours? Das hat doch nicht so geklappt, wie sie das wollte, ne? Vielleicht erzählst du das dann auch nochmal selber, wie und warum und so, ne? Wahrscheinlich, gell? Aber hat nicht geklappt. Jetzt überlegt sie halt Schule, aber Krankenschwester auch nicht, weil da wird man dann ja auch so durchgeimpft. Da musst du dann alle 6 Monate so eine Grippeimpfung machen und so. Das ist ja nichts. Das wollen wir auch nicht, ne? Aber da kann sie sich auch irgendwas anderes aussuchen. Ja, jetzt wir gehen jetzt zum Costco.
jetzt ganz schlimm. Mach doch das Fenster bitte wieder hoch. Ich mach das mit dem Fuß wieder runter. Ja, und du sagst kein Wort. Ne? Ich dachte auch, dass du mir das sagst, ey. Die hat jetzt seinen Becher rausgepfeffert, ja, ey. Ich hab's gesehen. Gepfeffert. Zum Glück, wenn jetzt ein Auto hinter uns gewesen wäre. Dann wäre das jetzt. Das Scheibe und dann kaputt, ne? Chaos Family. Aloha, hey, hier sind wir. Wow, ey. Ist überhaupt ein Wunder, dass uns nicht andauernd irgendein Scheiß passiert, ne? Sag mal ehrlich, du. Schmeißt die im hohen Bogen so einen Becher da raus. What the hell, so einen großen. Mensch, ich wollte den auch noch. Du hast auf der Wiese genannt. Ich wollte den auch noch. Ja, ich halte das sicher nicht auf der Wiese an, um den Becher zu holen. Wow. Nee, lachst du etwa darüber? Die Ossi ist nämlich jetzt auch schon richtig. Guck mal, was ein Biest das ist. Guckt euch mal dieses Biest an. Guck mal. So frech. Ganz frech. Das Weib. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich eher ausmachen. Ja, wie gesagt, ich wollte euch nur von meiner Wunderheilung erzählen. Bevor ich es vergesse, ne? Weil das war ja erst wann? Das ist vorgestern. Warum ist denn deine blau? Ja, von irgendwo ekelhaften Lutscher, Mann. Auch von dem Ding? Nein, Mann, die hat einen Lutscher gehabt, weißt du? Das wissen wir doch. Ein Jumbo. Die hatte einen Jumbo. Die hat es ja aus sich vorgemacht. Die hatte einen Jumbo. Ich will jetzt mal wissen, Lena, was war das mit meiner Wunderheilung? Ist das schon 2 Tage her oder 3? Was, die Lena? Ja. Guck doch mal, wie sie mich anguckt. Ja, beantworte mir doch mal. Voll. Ist es 3 Tage her? Ja, 3 Jahre, es ist ja, Leute. Vor 3 Jahren hatte Peter ihre Wunderheilung mit stinkender Noni. Oder vor 2 Tagen. Geil. Hier, Greek Joghurt, fett mit Ausrufezeichen. Fett. Was? Weil das andere schmeckt nicht. Das Fettige schmeckt besser. So. Brauchen wir denn noch so? Hier nix. Gibt's hier diese Nudeln, die Lisa meinte? Ich weiß nicht, wie sie meinte. Nee, aber nicht die. Die meinte sie nämlich nicht. Ich weiß. Welche denn? Ich glaube, die gibt's hier nicht. Ja? Hier sind sie. Warten, mein Schatz. Hat das immer 6 Dollar gekostet? Was denn? Das Blutorange. What did you say? Nee, 13 hat das gekostet. Oh mein Gott, jetzt kaufen wir alle. Jetzt, nee, nicht mindestens 2. Das hat, wir haben das für 14 Dollar gekauft. Da haben wir jetzt 2 für einen Preis. Ich will keine. Guck mal, das ist nicht mal runtergesetzt. Das ist einfach nicht so. Ich freue mich tot. Also so, ihr Lieben. Ey. Packen wir das mal ein bisschen in Tränke. Das ist ja richtig billig. Das ist ja billiger als Wasserarbeit, ne? So, 3. Also 3 nehmen wir. Oder 4? Nehmen wir 4. Ja. Na, was? Ja, Mann. Hallo, man weiß nicht, ob das noch so bleibt. Oder? Ja, das schmeckt so gut. Das ist so ein geiles Getränk. Da raste ich gerade mal aus. Und noch geil. Eins. Nee. Das hat gereicht. Jetzt 4 reichen. Da unten ist noch eins. Dann auch mal so genug. Oh, jetzt kann man mal richtig sich voll saufen. Jeder so eine Flasche für sich. Herrlich. So, gibt es hier diese Nudeln? Nee, gell? Nee, hier ist Reis. Oh, wir brauchen Reis. Da ist lecker Mochi, ne? All kind of Mochi. Kennt ihr überhaupt Mochi? Nee, ne? Kennen die Deutschen? Was? Kakamochi. Oh, my gosh. I want some.
hier so einen Sack Reis oder nicht? Lene. So, ihr Lieben, das Einpacken habe ich diesmal nicht gefilmt, weil Lena hat mir. Ich brauchte ja diesmal keine Kontrolle, weil Lena musste ja helfen. Weil es ja nur wir zwei sind, gell? Da kann sie sich nicht so drücken. Wie wenn die Lisa dabei ist, gell? Ist schon ganz schön assi. So, was? Wenn ich mich jetzt noch drücken würde. Ja, nee, das ist, ja, das haben wir uns gegönnt. Das ist nicht Kakamochi, aber. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Ja, Leila, du darfst auch. Du brauchst gar nicht da zu gucken. Guck mal, die Leila muss ja ganz hinten, weil hier ist der Einkauf. Da ist die Leila. Guck mal, was wir hier so. Oh, die hatten sie wieder, diese rote Beete, ey. Hatten wir so lange nicht. Ach, guck mal, den Keks schmeißt du jetzt weg, Schnecke. Der hat jetzt die Kekse da. Guck mal, nicht, dass der. Leila, nimm mal. Leila. Die hat jetzt da ein Kekspäckchen hingeschmissen. Das finde ich nicht so okay. Dass, naja, ihr findet das noch, gell? Weil das ist ja noch geschlossen. So, und dann muss ich hier das wieder so machen. Leila, was für eins willst du? Vanille, Erdbeer oder Schokolade? Ich will Schokolade. Vanille. Danke. Ich will natürlich Schokolade. Auch Erdbeer. Hey, hallo, Punk. Was ist denn hier zu überholen? Bringt doch gar nichts, ihr Lieben. Was? So, nee, aber nicht wirklich. Nur so gemacht. Schmeckt aber genauso. Ja? Das ist, woher kommt's? Wieder aus Taiwan? Wir haben uns jetzt spezialisiert auf taiwanische, taiwanisch sagt man das? Also auf Süßigkeiten aus Taiwan. Die finden wir gerade geil. Oh. Das ist lecker. Ist auch so vornehm irgendwie, ne? Schick. Auf jeden Fall. Man sieht ganz schick damit vor. Ja, also. Junge, Vater. Ja, guck mal, ich schmeiß mein schickes Eis hier rum. Weil ich hier genervt bin. So trocken, kann gar nicht kleckern. Wie schmeckt der Ossi? Alter! Wisst ihr, was das ist? Luftschokolade! Das Ganze auch wie Luftschokolade? Mhm. Ja! Luftschokolade! Oh mein Gott. Die Japsen machen mich fett! Ich kann nicht mehr! Ich bin gar nicht so crazy. Und die Waffel schmeckt auch voll gut. Warum haben die es denn so drauf? Ist aus Japanien? Aus Japanien. Sorry. Ja. Was? Japanien! Lena, wir sagen doch immer Japanesen, dann ist es ja wohl auch Japanien. Also was ist bei dir los? Ich hab Schokolade hier oben. Japanien. Normal lacht sie gar nicht über meine Witze. Ja, aber was? Japanien? Da wäre mal Japanesen sagen. Ey, aber Japanien? Japanesen kommen aus Japanien. Wo ist ihr? Wo ist dein? Wo ist es? Das, Leute, das schmeckt so gut. Wo hast du es denn gemacht? Ich hab hier hingeschmissen. Ach, du wolltest dir halt nicht fallen. Boah, Leila, oder geil, hä? Ich zeig jetzt euch nochmal die Packung. Weil wegen der Globalisierung gibt es ja bestimmt auch bei euch. Hier unten Schokolade. Schicke Süßigkeiten aus Japanien. Bis unten hin, wie geil. Alter. Die Eier. Das waren die Eier. Die leben noch. Ist okay. Ja. Alles fällt. Warum die Hälfte? Warum? Ja, alles fällt. Aber nicht auf die Orsi, ne? Ich war ja eigentlich schon vor sie. Machst du ja alle auf oder was? Holst du Schokolade? Was ist das? Vanille? Was gibt's noch? Erdbeer. Erdbeer mag ich ja nie so. Ich mag ja nie so Erdbeer. Der Leila auch noch eins. Aber nicht verraten. Wehe, du verrätst es. Wehe, du sagst deinen Brüdern, dass wir hier heimlich schnucken. Ich bin nämlich ein heimlicher Schnucker, ne? Ich will ja nicht, dass die Kinder so ungesunde Sachen essen, da esse ich die lieber heimlich, gell? So eine Mutter war ich immer. Schmeckt gut, Schokolade. Oh, Eier.
Digga, Luxus. Das kann man auch an Geburtstagen so. Richtig geil. Mhm. Aber an Geburtstag, Elisa kauft das, ist mega. Schmeckt so gut, ne? Ja, Mann. Mega herrlich. Nächste Mal. Also der Lisa muss mir auch eins anbieten. Die hat nicht geschmeckt, das Rap, ja? Nee, die Schokolade ist irgendwie immer gut. So weird, ich finde. Mhm. I don't get it. Oh, sie liebt Schokolade. Ich auch. Ey, wie kann man dann noch so eine kranke Idee kommen? Luftschokolade in so einem Wörtchen, ey. Sag mal. Oder? Hier ist auch wieder Schokolade bei den Weißen. Scheiß mal auf Kakamochi, ha? Und jetzt darf ich jetzt fahren oder was? Ich habe Angst. Nee. Doch, ne? Natürlich darf ich, aber. Ist das warm, bis er steht oder was? Ja, ja. Oh, okay. Ist hier so eine komische Ecke. Hier steht auch oft so einer, der so winkt, so ein Bulle, ne?